Grüß euch, servus. Dann Ruppi, Seela, Nummer 17, Warte und Horch. Wir sind unterwegs, die Liebe zu betrachten und heute schauen wir an, die göttliche Liebe versus die menschliche Liebe. Also die menschliche Liebe reagiert immer auf ein Gut, das haben wir schon mal betrachtet. Also auf ein Gut, von dem ich angezogen bin, für das ich dann tiefer erkenne und für das ich mich entscheide. Eine Neigung hin entwickle und eine tiefe Einheit, die in der Seele passiert, im Willen. Und die göttliche Liebe ist genau umverdraht, also umgekehrt. Sie liebt nicht das Gute, sondern das, was die göttliche Liebe liebt, wird gut. Es ist fast wie Schubumkehr. Gott ist nicht auf das Gute ausgerichtet, sondern er liebt etwas und das wird gut, wird verwandelt. Das haben wir auch in die zwei Arten der Liebe, Eros und Agape. Also die begehrende Liebe und die sich verschenkende Liebe, die selbstlose Liebe, verbunden. Das sind die zwei Momente, die zwei Bewegungen der unterschiedlichen Liebe. Es hat immer wieder den Versuch gegeben, die zwei Arten dualistisch zu sehen im Mensch. Entweder kann ich um meiner selbst willen lieben und ich mache es für mich, ich schenke den anderen Rosen, aber eigentlich möchte ich etwas, ich bin selber im Mittelpunkt, oder ich mache es für den anderen, selbstlos. Das katholische Verständnis davon ist, dass es eine Synthese ist. Auch wenn du den anderen dich voll hingibst, bis zur Draufgabe deiner selbst, ist es etwas, wo du dich selbst beschenkst. Ist es nicht so, dass es gegen dich strebt? Also um meinetwillen und um den anderen willen, Eros und Agape kommen zusammen. Wie können wir das verstehen? Also Plato sagt einmal, die Liebe kann man nur verstehen aus der Natur des Menschen heraus. Die Natur des Menschen ist in folgender Weise, dass der Mensch ein großes Verlangen, Desiderium Naturalis, sagt Thomas von Aquin, in sich trägt, glücklich zu werden. Das kann er nicht ändern, das kann er nicht dem kann er nicht ausweichen. Er möchte volles Glück zu jeder Zeit für immer dauerhaft. Dieses Glück verwirklicht der Mensch, indem dass er das größte Gut mit der tiefsten Liebe liebt. Natürlich geht es da bei der Liebe zuerst immer noch um ihn. Also der erste Impuls, der Affekt, nachher das Begehren, das ist immer Eros, ja, eine begehrende Liebe, die nicht auf den anderen ausgerichtet ist, sondern zuerst auf mein Gut. Aber dann gibt es etwas, wo der Mensch erkennt, dass das Gut des anderen auch sein eigenes ist. Das geschieht in dem Moment, wo die innere Einheit des Geliebten mit den Liebenden passiert. Also da ist eine Verbindung, wo sich der Liebende vom Geliebten noch nicht mehr getrennt sieht, sondern wieder, wie wenn der andere ein Teil von einem selbst ist. Dadurch kann der Liebende sich frei verschenken und sich dem anderen hingeben, weil er weiß, wenn er sich komplett verschenkt, ist das nicht etwas, das ihm nicht zukommt, sondern er sieht sich selbst, sein eigenes Gut, im anderen widerspiegelt. Goethe sagt einmal, das größte Glück ist die Teilhabe. Es ist ein Teilhaben am Glück des anderen, das auch mein Glück bewirkt. Darin wollte ich sagen, also dass die zugrunde, was der Liebe zugrunde liegt, ist, dass ich mich wirklich nicht getrennt vom anderen sehe. Wenn ich mich nicht in einer Einheit, in einer One Big Family, okay, mit allen anderen Menschen sehe, kann ich mich gar nicht frei verschenken, sondern bin ich immer auf das eigene Bedürfnis zurückgeworfen. Kann ich mich nicht frei hingeben, ohne dass ich zuerst immer auf mich schauen muss. Der Clou dessen ist, sobald ich die Einheit mit anderen lebe, mich als ja, etwas Untrennbares fast verstehe, kann ich mich hingeben, ohne dass ich selbst etwas verliere und dabei auch mein eigenes Glück vollkommen verwirkliche und den anderen mich voll hingebe und auch sein Glück bewirke. Alles Gute, grüße euch, servus, der Ruppi.